zusammen. Ja, in diesem Video nehme ich euch erstmal mit auf unsere Anreise nach Rotterdam. Was machen wir in Rotterdam? Ja, nachdem wir letzte Woche erst von unserer Karibik-Kreuzfahrt mit der Odyssey of the Seas zurückgekommen sind, fahren wir morgen mit dem Zug nach Rotterdam, um dort auf die MSC Euribia zu gehen. Das ist diesmal allerdings keine Urlaubsreise, sondern wir sind dort im Rahmen der MSC Cruise Night. Das ist also, da sind 5 Nächte lang neben den normalen Passagieren, die dort natürlich ihre Urlaubsreise genießen, eben verschiedene Leute aus der Reisebranche dabei, sprich auch Reisebüromitarbeiter, Inhaber, Reisevermittler wie wir, die dort eben an diversen Workshops, Veranstaltungen, nochmal eine Schiffsführung, Austausch mit MSC-Mitarbeitern und so weiter teilnehmen können. Ja, und wir selber haben uns dafür qualifizieren können bei unserem Kooperationspartner quasi bei TMG, wo wir als selbstständige Reisevermittler quasi unter Vertrag stehen. Die haben also eine Qualifikationsrunde bzw. Qualifikationsvorgaben gegeben und da haben wir dann Glück gehabt und konnten die erfüllen in dem Zeitraum und dürfen jetzt also mit auf dieses wirklich wunderbare Schiff, was wir schon im Juli oder August, ich weiß gar nicht mehr genau, in Kiel auf einer Schiffsbesichtigungstour ein bisschen erkunden konnten. Ja, und da freuen wir uns jetzt mega, dass wir jetzt wirklich für 5 Nächte mal an Bord dürfen. Und das Ganze dann eben auch mal im Betrieb erleben können. Ja, und das Schöne ist halt, neben diesen ganzen Veranstaltungen, Schulungen, Workshop, was da alles so ist und dem Austausch mit anderen Kollegen aus der Branche, aber eben auch aus unserem eigenen, Betrieb, nenne ich es jetzt mal, haben wir auch eine Menge Freizeit. Das heißt, wir haben an den Tagen für die Landgänge, können wir ganz normal von Bord, können das selber gestalten, können aber auch Ausflüge mit MSC buchen, wie wir das eben möchten. Das steht uns ganz frei zur Verfügung. Ja, und von daher werden wir da sicher wieder neue Erfahrungen sammeln, auch in der Hinsicht, denn es ist eine Route, die ich mir ehrlicherweise selber für diese Jahreszeit nicht als Urlaubsreise ausgesucht hätte, einfach wegen den Wetterverhältnissen. Wir sind ja eher so die Leute, die ins Warme wollen. Wie gesagt, Karibikkreuzfahrt gerade hinter uns. Hier das graue Wetter macht mich jetzt schon wieder kirre und ich denke mir, ah, wie schön wäre es jetzt wieder irgendwo da Aruba oder sowas am Strand zu liegen. Wir sind auf der Route nämlich, wie gesagt, wir steigen in Rotterdam auf, werden dann in Seebrügge halten, dann geht es nach Le Havre, Southampton und dann mit einem Seetag nach Hamburg, wo wir dann das Schiff wieder verlassen. Ja, Wettervorhersage ist nicht ganz so pralle. Ich habe diesmal tatsächlich Schal, Handschuhe und einen Regenschirm im Koffer. Das habe ich, glaube ich, für eine Kreuzfahrt noch nie eingepackt. Aber es ist ja, wie gesagt, auch keine Urlaubsreise, sondern erst mal eine Arbeitsreise. Dennoch freue ich mich da irre drauf, weil das einfach auch immer spannend ist. So ein Austausch ist immer toll und der bringt einem auch viel für die Beratung dann am Kunden, also sprich für die Arbeit selber. Ja, und wir haben auch durchaus Kunden, die eben schon mit MSC unterwegs waren und dann ist es immer gut, man ist da immer up to date und von daher wird das sicher spannend und ich habe gedacht, ich dokumentiere das mal so ein bisschen hier, zeige euch das, auch für die vielleicht selber mal mit dem Gedanken spielen, irgendwie in diese Branche einzusteigen, was es da eben für schöne Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, denn mal ganz ehrlich, ne? Es gibt echt schlimmere Schulungsorte und schlimmere Arbeitsplätze, als einem Kreuzfahrtschiff dann seine Infos zu bekommen und sich auszutauschen. Ja, aber jetzt springen wir erstmal einen Tag weiter quasi. Ich wollte die Einleitung nur jetzt in Ruhe machen, weil morgen früh müssen wir sehr zeitig raus. Und jetzt mache ich den Cut und dann sind wir schon auf dem Weg zum Bahnhof, wo wir dann mit dem Zug nach Rotterdam fahren. Thank you.
in Rotterdam, naja, ja, sehr vollen Fahrt. Also wir sind in Salzbergen in den Zug eingestiegen und dann in Hengelo umgestiegen und ab da wurde es richtig, richtig voll. Einmal mussten sogar Leute draußen bleiben, da hat der Schaffner dann gesagt, geht nichts mehr, Türen zu, weggefahren. Aber an sich hat alles gut geklappt, wir hatten 5 Minuten Verspätung, ist aber kein Problem. Ja, hier Rotterdam, wir sind jetzt vom quasi Bahnhof mit der U-Bahn hierher gefahren. Hier ist auch schon Fußterminal dann ausgeschildert. So, und jetzt schauen wir mal, dass wir dann zur Euridia kommen. Fürs Auslaufen. Wie man sieht, dicke Jacke, Schal, Handschuhe und Mütze liegen auch schon bereit, denn es ist richtig kalt. 2 Grad waren es vorhin irgendwie mal, vielleicht wahrscheinlich jetzt noch kälter. Schon ein bisschen komisch, weil vor gut 2 Wochen waren wir noch bei 30 Grad, beziehungsweise als wir da am 11. mit der Odyssee ausgelaufen sind, da standen wir in T-Shirt und kurzer Hose mit Cocktail und jetzt wäre vielleicht ein Glühwein angemessen. Aber egal, wir freuen uns darauf, gleich hier die Ausfahrt von Rotterdam kennen wir persönlich auch noch nicht. Ja, und wir hatten schon so das erste Event, das offizielle Event hier, mit Begrüßung, mit ein bisschen Ablaufplan, mit ein paar Infos. Ja, und jetzt können wir dann aber den Abend frei genießen, treffen uns jetzt gleich mit den anderen Leuten aus unserer Gruppe und werden dann zusammen das Auslaufen gucken, um dann später diesen Abend im Buffet-Restaurant zu speisen, weil das bei den Tischzeiten halt kollidieren würde. Da wäre unsere Sitzung für 19.30 Uhr, die ist fest. Und da wir um 20 Uhr auslaufen, ist das halt nicht so ideal. Deswegen haben wir uns entschlossen, wir gucken das Auslaufen und gehen dann zum Buffet.